denn eigentlich dieser Drachen? Eine fremdländische Spezialität? Hobbits sind seltsame Wesen. Sie sind tapfer und zäh, lieben aber auch die Bequemlichkeit. Und damit sind wir schon bei der Geschichte von Bilbo Beutlin aus Beutels End. Weißt du, einige machen sich schon Gedanken über dich, Onkel. Sie finden, du wirst wunderlich. Wunderlich? Ich bin nicht mehr derselbe Hobbit, der ich einst war. Verzeihung, kenne ich euch? Ich bin Gandalf. Gandalf? Doch nicht Gandalf, der wandernde Zauberer, der immer so ein unglaubliches Feuerwerk gemacht hat. Hatte keine Ahnung, dass ihr noch im Geschäft seid. Ich bereite ein Abenteuer vor und suche jemanden, der noch mitmacht. Nein, nein! Na, wartet. Wir haben keine Verwendung für Abenteuer, schon gar nicht hier. Guten Morgen. Dwalin, zu euren Diensten. Bilbo Beutlin, zu euren. Kennen wir uns? Nein. Wohin, Kleiner? Ist es hier unten? Ist was wo unten? Das Abendessen. Zu euren Diensten. Oh! Na, Ben Bruder. Oh. Es ist ja so, ich kenne euch beide nicht. Nicht im Geringsten. Thank you.
das in den Flur, sonst kriegen wir hier niemals alle rein. Alle? Wie viele kommen denn noch? Diensten. Vorsichtig damit. Ich habe sie gerade geschliffen. Wo soll der hin? Herr Dvalin. Gibt's noch mehr? Er hat gesagt, es gibt zu essen. Und zwar reichlich. Hat er gesagt? Hat er gesagt? Gandalf. Mein lieber Bilbo, was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt vom Zwerg. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Kili, Kili. Moin, Loin, Darin, Alin, Iflo, Mofo, Bombo, Loin, nicht meine preisgekrönten Tomaten. Oh, nein, danke. Ich will mich aber nicht an sie gewöhnen. Seht mal, wie meine Küche aussieht. Kipuntayana. Mein Magen. Gut, Karima. Ja, du hast vollkommen recht, Bifo. Ein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Ah!
Er ist da. Gandalf. Bilbo Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Ihr geht auf eine Reise? Weit im Osten liegt ein einzelner, entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Ich ziehe in ein Abenteuer! Mein lieber Freund, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt.